Hi und willkommen, mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, wir haben einige Besucher hier, die gekommen sind, um Son Goku zu töten. Und ja, da wir nicht einfach höflich sagen können, hey, geht mal weg, kommt jetzt hier zum Kampf. Und ja, dann gehen wir mal, ne? Kommt sie 17, 18 und 16. Folgen Sie mir bitte, ich würde gerne mich da ein bisschen hochheimen. Ich habe fehlen nämlich 1-2 AP, deswegen lass mal hier ein bisschen heilen. Okay, das ist auch Gefühl, wenn man sich diesen Dingern nähert, dann habe ich noch nie was gegessen. Ja, ne, sollte ich vielleicht mal machen, aber ich habe so ein Gefühl, dadurch wirst du irgendwie viel zu stark. Und hier ist so ein, alles klar. Großes hier, ein kleiner Erfinder. Während Son Goku allein nach den Dragon Balls sucht, schafft es er, ist das Drachenradar kaputt zu machen. Er begibt sich zu Bulmas Haus, um sie zu bitten, das Radar zu reparieren. Sie besteht hier auch darauf, dass sich seine Suche anzuschließen. Mit Son Goku auf den Jinnojin fliegen zu können, erfindet Bulma ein spezielles Gerät namens Mikroband, das ist ja möglich zu schrumpfen. Ah, deswegen, okay. Sie benutzt das Gerät und bleibt in Son Gokus Taschen, während die beiden auf den Jinnojin zu ihrem nächsten Abenteuer aufbrechen. So, jetzt habe ich auch ein Item bekommen. Ich habe so ein Gefühl, hätte ich mit Son Goku wieder einsammeln sollen, aber okay, was soll's. Gott. Besseres zu tun. Boah, hier sind immer so viele Gegner, ne? Hier ist ein Red Ribbon Turm. Ich mach den jetzt einfach platt, während die Cyborgs hier sind. Oh, okay. Bin ich gerade rechtzeitig gedüst. Ich habe noch gerade vor, wie die Treibung so daneben stehen. Was machst du da? Da finden wir nicht so toll. Ich weiß. Oh Gott. So, warte mal, ich bin auf der falschen Insel. Da muss ich hin. Da, da ist auch da, wo der rote Strahl ist. Vielleicht sollte ich mal da hingehen, ne? Ja, in der letzten Folge hat übrigens noch Cell so ein bisschen hier weitere Erdenbewohner ausgenuckelt. Und ja, das ist auch nicht so dolle. Also ja, wir sind ja gerade ein bisschen im Panikmodus überall auf der Welt. Jetzt mal haben wir aber dringendere Probleme. Denn jetzt müssen wir gegen die Cyborgs kämpfen. いいな。前のように簡単にはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。締めた。17号だけでも倒せばセルの完全退化を防げる。 Ah, komm her. Einer meiner absoluten Lieblingskämpfe in der Serie. Piccolo gegen C17. Das C18 war nicht so schwer damals, also komm her. Ja, vielleicht mal das hier einsetzen. Okay. Ich schade, nur einmal jeweils. Ey. Boah. Aber warte, wollte ich gar nicht. Würde mich eigentlich aufladen. 3. Mein Gott. Wieso habe ich allein zu X gedrückt, um mich aufzuladen? Ich meine, in irgendeinem Dragon Ball Z-Spiel war halt so, ne? Wenn man sich so aufladen musste. Daneben. Gott, mein Angriff
sind so lang, dabei bringt das eigentlich nichts, weil die Gegner immer dazwischen kontern, ey. Ja. So, keine Bossangriffe. Oh Gott. Da bitte diese. Mal gucken, ob ich da teile oder irgendwie sowas, aber nee. Kam schon gleich vorbei, Mann. Masken du. Und weg bist du. War voll einfach. Für Erfahrungspunkte ich bekommen habe. Power war 互角 demo. Stamina ni saga tsuki hajimete kita you da na. Ore no energie wa eikyuu ni heranai. Oh Mann, die haben so viele Sachen ausgelassen. Was mit Piccolos einen Angriff hier? Ich Hellzone Grenade oder irgendwie sowas. Oh. Erinnerst du dich einfach noch, wie viel Brot du im Leben gegessen hast? ピコロ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。 ピッコロを手伝いに来ます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。 Ich muss relevant werden. Jetzt noch was ich nicht. Mal da kurz was
Ja, die erste Hälfte von Dragon Ball. Kurz nach den Tension an Piccolo erreicht hatte, kam Bulmas Flugzeug beim Kami aus an. ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。うん。あ、そう。これ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか。いいわ。クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。 Während das sind tausende Kilometer entfernt. Oh ja. Wenigstens den Move haben sie drin gelassen. Lichtgranate. それでうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ。殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。 Was geht ab? Einfach weggeslappt. Sind gerade mitten in den Schritt geschossen? Ah, ich weiß, warum das eine Cutscene ist. Madodo! Immer so wie die Nigel! Ja, so ein Schindel! Jordan, ja, nein! Ich darf Kassasini Und haben wir die Zweitform von Cell. Los, komm. スピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。
Relevant, Beam. Leider nicht so spektakulär wie in der Serie, aber was soll's. Ja, so ein Gefühl, die können das nicht so gut umsetzen irgendwie im Spielformat. Einige Sachen können halt nicht gerade irgendwie so Cutscenes sind wie vorhin mit C16. Aber war halt einer der epischsten Szenen in der Serie, finde ich. Das ist vielleicht ein blöder Zeitpunkt nachzuholen, aber ja, habe ich mir schon gedacht. Nein, Tension an. Onori, Taka ga Tenshin Han gotoki ni jama o saretaru. Son Goku. Omei ga seru ka? Piccolo no ki da. Piccolo wa maza ikiteru. Oh, wir müssen gegen ihn kämpfen. Okay, komm her. Ich meine, die mussten noch ein bisschen mehr aus der zweiten Form rausholen. Aber gab es noch genug Möglichkeiten. Da kann ich auch her. Ja, viele Leute meinen ja, die zweite Form ist die schlechteste Form von Cell, weil ich irgendwie nicht so verstehen kann. Ich würde jetzt nicht schlecht sagen. Ich meine, die anderen Formen mag ich wahrscheinlich auch ein bisschen lieber. Die letzte Form sowieso, aber so richtig objektiv schlecht würde ich die jetzt nicht nennen. Doch vollkommen in Ordnung aus, finde ich jetzt. Oh Gott. Ah, hier sind da. Nein, ich schon wieder. Oh. Ich bin irgendwie voll selten hier neu in Gefahr, habe ich so ein Gefühl. Aber kaum sobald ich das da. Oh. Ich sollte vielleicht meinen Mund halten, weil sobald ich das sage, kommt dann wieder irgendwie so ein Bosskampf und ich krieg voll auf die Fresse wie bei Dr. Gero, ey. Da geht immer voll ruckzuck, ey. Komm mal her. Keine Ahnung, anstatt irgendwie jetzt Son Goku gegen ihn einmal kämpfen zu lassen, hätte ich ehrlich gesagt lieber gehabt, dass man mit Piccolo und C17 gegen Cell einmal gekämpft hätte. Das wäre auch viel besser gewesen. Ja. Na, jetzt ist der weggedüst. Aha. Kann ich auch hier. Eine Menge Erfahrungspunkte. Oh, kein Level ab. お前を苦天般に倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とも、もう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば、先祖がある。
Okay, in der originalen Version kommt es halt auch nicht mit der Teleportation klar. Ich glaube, einige Leute finden diese Form nicht so gut wegen den Lippen. Oder hat irgendwie so, weiß ich nicht, so Blackface irgendwie erinnert. Und ich glaube deswegen, aber ich finde die Form sieht in Ordnung aus. Also kommt nie im Leben an die letzte Form an, natürlich, aber. Und die erste Form ist auch sehr einzigartig, weil die halt so creepy ist. Aber trotzdem ist so in Ordnung irgendwie. Zell war ja nicht wirklich lange in dieser Form, ne? Ich meine episodenmäßig, aber ja, als Piccolo die Cyborgs auf einer verlassenen Insel führt, treten Vegeta und Trunks in den Raum von Geist und Zeit ein und beginnen ihr Training. セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か。どうもすみません。いや、wirklich。おばたせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ。トランクスの計画とは言うな。 Ich bin jetzt endlich stärker als du. Nett, leck mich. ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。 Ich habe neue Kleidung für euch. いたいた。クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと。あんたトランクスじゃないの？そうでしょ。ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。その部屋で俺と父さんは修行して。 一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。なあ、ちょっと見て、ベッキー。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。なるほど。俺がセルを倒しちまうからだろ。 そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯。今度は俺たち親子の修行の番だ。はい。あ、そんごはん。 OK. Welche Level sind die jetzt? Ja, sehe ich ja jetzt nicht. 部屋の中厳しいかんな。覚悟しとけよ、ご飯。 So, ja, ich bin schon gedacht. Okay, dann geht's mal weiter mit der Story. Ja. Immer und immer weiter. Ja, ja, du kriegst nichts, okay. Was? Ihr zwei lasst mich einfach im Stich? Was soll das denn heißen? Hm? Dann würde ich mit Piccolo und den beiden jetzt zurücklassen. Was soll das denn bedeuten? Vegas? Wurde da wieder falsch übersetzt oder verstehe ich den Kontext ja gerade nicht? なかなか似合うわよ、その格好も。Ich sah doch schon mal so aus.
doch schon mal eine Rüstung getragen. Ja, ich habe nicht mit Mr. Propo geredet. Nein. Sei es jetzt noch stärker an der Perfektion näher, weil er jetzt die 17 absorbiert hat. Er wird von Vegeta herausgebracht, der unglaublich viel Macht angesammelt hat. Macht. Super Saiyajin no sono saki e seishi tachi no arashi shugyo. Nani mo kamo mashiro da. Sind wir in der Matrix? あ、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで1年も早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。 Ja, hab ich ganz vergessen. Super Saiyajin, Boku ga nareru kana? Wenn ich mir halt nur eines, Son Gohan sehr viel kleiner als der eigentlich sein sollte zu diesem Zeitpunkt. Omei mo rekki to shita Saiyajin no chi hiten da zo. Toriaizu Super Saiyajin ni nanne to na. Honkakuteki na shigyou wa sore kara da. Boku hyotto shite otousan no shigyou no jama ni naru n ja. あ、最初のうちはな。ほら。スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしごはん。おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え?僕がお父さんを?そうだ。絶対にそうなっと、オーラを持ってる。そんな、僕がなれるのかな? すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ、ご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。あ、こまや、デッド。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。はい。それはさ、エスマートバギンソンゴーク剣士。 Schon sehr lange, seit wir Son Gohan gespielt haben. Boah. Na was? Mal war ein gelenktes Kamehameha. Ich habe gesehen, er ist ein bisschen zu mir hingeflogen. Ich war betäubt, ich hatte irgendwie Sternchen im Kopf. Aber ah, aber ja. Super Kamera hat er auch noch. Irgendwie nämlich so gut wie gar keinen Schaden, ey. Ich hätte deutlich meine ganzen Charaktere hochleveln sollen, Seelen abzeichnen, meine ich. Oh Gott. Da schon wieder betäubt. Was hat von diesen einen Angriff oder was? Schere, Stein, Papier, Papier. Ich glaube, der hat angefangen zu sagen, bevor ich den erledigt hatte. Was? Stufe 2, ach so, ja, da war Stufe 42, glaube ich. Ich hätte irgendwie gedacht, der hätte irgendwie so einen Sprung von, weiß ich, 39 auf 42 oder irgendwie so gemacht. Aber der war Level 41, glaube ich. Super Saiyajin. Was ein bisschen schwierig wird, weil ja nicht hier Krillin haben, der für dich stirbt. Super Saiyajin
怒りがきっかけになる。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。Bist du denn für ein Lügner? Du musstest gar nichts. Du hast nur gesehen, wie dein bester Freund getötet wurde. Du hast nichts gemacht. Ich habe voll hart gearbeitet. War voll anstrengend, Krillin sterben zu sehen. Nur kurze Zeit zuvor hatte Vegeta und Trunks gerade ihr Training beendet. Ja, das wissen wir, das haben wir doch gerade gesehen. Sate, ich kann. Ore mo ikimasu. Katte ni shiro. Na gut, überrasch mal Marcel. 44 sind wir mit den beiden. Habt ihr denn zu sagen? Gar nichts. Ich kann gar nicht mit euch sprechen. Niemand will mit Vegeta sprechen. Da super Vegeta. Boah. Spoiler. Na dann mal los. Na dann mal los. Gut. Mal gucken, wie der Kampf jetzt abläuft. Ich tue heute ganz schön viel erreichen, ey. Als ich heute angefangen habe, war Dr. Gero noch am Leben. Also für ein paar Minuten. Ich war schon bei Cell in der zweiten Form. Ja, warte mal, habe ich Schildkrötentraining hier? Okay, gut. Kann ich irgendwas mit dir lernen? Ja. Super schnell Feuer Kiebel, machen wir mal. Also gegen zwei Leute kämpfen. Oh, ich bin die ganze Zeit im Super Saiyan Modus. Mein Ki tut sich irgendwie regenerieren, okay. Als wäre ich nicht im Super Saiyan. Das ist wahrscheinlich wegen Story, ne? Nehme ich jetzt mal an. Dann nutze ich natürlich aus. Wie angreifen, wenn ich meinen Angriff mache. Warte mal, ich habe nur den hier. Sohn, kannst du es wagen? Nein, Vegeta hat sich für Trunks geopfert. Das Gefühl, das Ding ist voll dick und tut irgendwie voll die Reichweite. Big Bang Attack. Jawohl. Da ging doch schnell. Ja. Oh hey. Okay. Warum kann ich das? Oh Gott, ich habe so eine Vermutung. Die haben den Final Flash nicht reingepackt, oder? Irgendwie habe ich die Vermutung, dass wir nicht den Final Flash sehen werden, wenn ich den so lerne. Was auch einer der epischsten Szenen in der Serie war. Und ja, komm. Ja, was? Alles klar, Cell. Ich bin gerade da. Cell, Zeit zum Spielen. Wie weit ist der? Du hast dich gut, dass du es gut hast.
なければ島を順に破壊する。分かった。オロレンク、面倒かけやがって。貴様ベジータ、貴様がセルか。 わざわざ何しに来た？まさかこの私を倒しに来たつもりか？倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてあるんだ。私をバラバラに貴様が？<笑>あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。 よーく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。ああ、 Ich bin jetzt Super Vegeta. Boom. Jetzt gibt's auf die Fresse. Nein, umgekehrt, Mann. Kann ich auch hier. Na. Oh. Da war ein gelenktes. Du kannst es wagen. Ich wollte gerade blocken. Durch meinen Kopf hast du geschossen. Wie kannst du es wagen? Irgendwie sind die Kämpfe schon seit langem kein Problem mehr. Ey. Was ist das? Ich meine, so ist er auch in der Serie abgelaufen, aber trotzdem. どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな、貴様はベジータだろう。違うのか。違うな、俺はスーパーベジータだ。 とてつもなくでかい木を感じてきてみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータも トランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし、どうやら目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。 完全体に、完全体になりさえすれば。貴様が完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。Ah, das klingt doch, als würde sich ein bisschen ja Trouble aufbrauen, keine Ahnung, Schwierigkeiten in am Arsch sind, ja. So, jetzt spielen wir ein kleines Spiel, das heißt sich, wer tut mehr Fehler machen.
Jane. お前は、あれはまさか緊急停止コントローラー、なぜあいつが。ブルマさん、ごめん。え、うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは、私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。Hm? Das ist Dragon Ball, oder? Ja. Ich stehe auf Dragon Ball. Ja. Darf ich fragen, wie das Spiel heißt? Hier. Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot? Ja. Für die PS4, ja? Ja. Ich glaube auch für Xbox, PC und so. Darf ich fragen, ist das reines Kampfspiel? Nein, ne? Es sieht so aus, als wäre es irgendwie auch so was wie ein Rollenspiel. Ja, ist. Also diesen Charakter kenne ich nicht, der da gerade fliegt. Oder alle. Also ich erkenne Vegeta. Ja. Also Vegeta. Ja, und da links ist Cell. In der zweiten Form. Ach so. Alles klar. Der hat ihn richtig fertig gemacht, ne? In der zweiten Form. Das ist ein geiler Kampf, oder? Ja. Vegeta gegen Cell in der zweiten Form. Cell denkt, dass er es mit dem aufnehmen könnte, ne? Aber dann kriegt tatsächlich Vegeta in der dritten Form, also in der Endform. Ja, dann hat er den anderen absorbiert. Den Final Flash, ja? Der war richtig geil, oder? Genau. Ich mach uns mal bei YouTube an, den Final Flash, ja? Ja, war auch richtig geil. Das ist geil, oder? Ja. Also natürlich ist sein Lieblingscharakter ist natürlich Vegeta, oder? Ich mag Piccolo auch gerne. Ja, ich auch. Aber Krillin, einer meiner Lieblingscharaktere ist Krillin. Ich hasse das, dass immer irgendwie Son Goku immer so stärker wird und alle anderen werden schwächer. Weißt du, was ich meine? Sag nicht, dass dein Lieblingscharakter Son Goku ist. Nee, ich stehe mehr so auf Son Gohan, als der gegen Cell gekämpft hat. Son Gohan ist auch nicht schlecht, ja. Und am Ende so gegen... Gegen Bu? Genau. Gegen Cell hat er ja auch irgendwie seine... Wie heißt das? Er ist wütend geworden, ne? Dann ist er genau. Überschlag geworden, ne? Dann ist er zum Zweifachen geworden. Ja, das ist auch ein cooler Kampf. Also heißt er noch... Aber ich stand eigentlich mehr auf die Folgen, die Anfangsfolgen, wo die Saiyajins auf die Erde gekommen sind, ja? Und auch da in Namek. Achso, ich störe dich, ne? Alles klar, dann viel Spaß noch beim Spielen. Nochmal der Name des Spiels, kannst du mir das nochmal sagen? Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot, also wie der Name von Son Goku heißt. Genau. Wie heißt es? Saiyajin? Ja. Der Saiyajin-Name. Ja, genau so heißt das. Ja, bis dann, ne? Ja, tschüss. So, das ist gerade passiert. Ich hatte gerade wortwörtlich, ja, bei mir hat gerade wortwörtlich jemand am Fenster geklopft und mir Fragen gestellt, wie das Spiel heißt, was ich ja gerade spiele. Und ja, ich habe jetzt habe ich mich so 2-3 Minuten mit dem unterhalten über Dragon Ball Z und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, ich werde das sogar drin lassen, weil ich damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich habe mit alles in dieser Aufnahme gerechnet, aber nicht mit das. Also wir machen jetzt einfach mal weiter und tun so, als wäre jetzt nichts passiert. Ich werde das auf jeden Fall drin lassen, weil das ist einfach geil und ja, gut. No, 完全体とやらになるがいい。
Und damit haben wir jetzt Krillin und Vegeta beide einen Fehler gemacht. Und ja, Krillin hat C18 nicht getötet. Und ja, es bleibt dann Trunks hier, die Fehler von allen auszubügeln. Mal gucken, der so. ついに完全体になる時が来そう。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。 地獄のような未来はもうたくさんだ。ああ、だ、 hört sich nicht gut an. Und jetzt haben wir den besten Bösewicht auf dem Bildschirm. Alles klar. P ist for priceless. Nein. Perfekt. Direkt einfach weggehauen. Trunks が預かっていた先祖で 一命を取り留めたクリリンは完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータ進化は究極へ。Perfektion erreicht. 完全体. Wir werden definitiv eine Chance gegen ihn haben, ne? Bitte sag mir, der Final Flash kommt in das Spiel vor. Das eine Level höher. Oh Gott. Ja, oh mein. Controller ist auch noch ein bisschen. Ja, okay, da macht doch ein bisschen mehr Schaden. Was? Dieser Pisser. Ich habe so das Gefühl, das wird nervig. Dieser Angriff. Was war das denn für ein Bogen? Das habe ich gesehen. Na, Dreck. Schon wieder zu weit. Na, oh, nein, er hat gerade ein Schild, dachte ich. Oh Gott, jetzt legt er los, pass auf.
Ja, okay, jetzt wird's. Oh Gott. Da. Okay, da wird auch jetzt ein bisschen knapp. Muss jetzt nicht sein. Ja, was das? So, jetzt passt er sein Schild hier ein. Setzt er sein Schild ein, meine ich. Oh Gott. Oh Gott, da wird knapp. Okay. Ja, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen. Final Flash. ベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。 そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。 いや、 super. しぶといな。まだ辛うじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス。 Und ein Kampf nach dem anderen. Krillin-san, Tōsan, zurück in die Ferne, bitte. Trunks war extrem klein. Der Cell war groß. Oh, wir haben den Kampf ausgelassen. Das ist mein Ding. Die haben den Kampf eiskalt ausgelassen. Das gibt's jetzt nicht, ey. Wir haben so viele Sachen in der Cell-Saga ausgelassen. Wir sehen nicht Buff Trunks gegen Cell. Das hängt alles von dem letzten Kampf in dieser Sage ab, um das alles zu retten. かの性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている？なぜここに現れる？悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。 いい答えだ。でも武道大会を開いてやる。武道大会10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて 天下一武道会という。ゲッツマンの。ウィザードクリガーにも2万円のバターへ。ただし、お前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次のものがまた私と戦うのだ。何人でも構わん。 場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。
テレビ放送を通してでもな。待てセル、武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。ああ、それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスはセンズで回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。So wie du mit ihm gespielt hast vorher. もう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。Ja, du hast es nicht drauf. Du lässt wieder nur mit dir herumspielen, ne? 俺も大会に出る。頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。Bist du etwa Pro Cyborg? 悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ。次元そのものが。Man sieht einfach nur bei Trunks, wie so eine Ader platzt in diesem Moment. Währenddessen. Cell ist jetzt noch stärker und der Perfektion näher, weil es er C17 absorbiert hat. Er wird von Vegeta. Ne, warte mal. In der Zwischenzeit setzen Son Goku und Son Gohan ihr intensives Training im Raum von Geist und Zeit fort. Da jetzt sieht Son Gohan größer aus. Durch dieses strenge Training gelang Son Gohan endlich die Verwandlung zum Super Saiyajin, aber sein Weg zur wahren Stärke war noch nicht beendet. そうかな。僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。ね、父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。Ich gucke jetzt immer aus meinem Fenster, ob mich noch jemand beobachtet oder so. おめえの力、オラに見せてみろ。 Noch mehr. Ja, wir kämpfen jetzt vollkommen anders, merke ich gerade.Nein, nicht schon wieder betäuben.Oh Gott.
Okay, warte. Ja, ich habe so für die das Moveset von Son Gohan ist jetzt ein bisschen anders. Ein ganz kleines bisschen, aber ich glaube, wenn die sich in Super Saiyan verwandeln, ist das Moveset allgemein ein bisschen anders. Auch. Muss man aufhören mit deinem Kamehameha. Deinen eigenen Vater zu verprügeln. でも、お父さん、スーパーサイヤ人をさらに超えるには、まだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるってどうやればいいか考えがつかない。 それについては考えがあんだ。そのために今のオラたちがやることは、スーパーサイヤ人にしっかりなれるっていうことだな。スーパーサイヤ人になれる？あ、これから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。 まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。うん、はい。 Währenddessen tausende Kilometer, ich meine, keine Ahnung, wie man das jetzt, die sind da in einer anderen Welt mehr oder weniger. Cell war Trunks ni Budō Taikai no Kaisai o tsugeta ato, to aru kōya ni mizukara Bubutai o tsukuri ya. Die Cell Arena. Sono go Terebikyoku ni norikonda Cell wa zen sekai ni mukete nagashita hōsō de chikyū zentai o kyōfu de tsutsumikonda. セルゲーム。セル、ただ一人を相手に何人でも参加可能な武道大会を9日後に開催すること。そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中の全ての人間を殺す。とセルは宣言したのである。その宣言が冗談などではないことを証明するように。 セルは町の一角を安々と破壊し去っていった。このセルの行いはたちまち世界中を凄まじい恐怖で覆い尽くした。平和な世の中で弱体化した軍や警察ではどうしようもない敵であることは誰の目にも明らかであった。人々は忘れている。その昔 ピッコロ大魔王と戦った小さな少年がいた。そして人々は知らなかった。ベジータたち、サイヤ人やフリーザと戦った。でも、ショーン・ゲン・ナッパ、フェルゾク・ゲン、ゲン、ケン・ショーン、スカプ・ダマイズ。ソン・ゴクーの存在を。何がセルゲームだ。 まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。 焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。いや、keine Sorge。 Was?
あいつらもう部屋から出てきたのか。なんだと？なんでこんな早く。あれ？やっぱベジータもトランクスもいっぞ。セルの気も感じっから生きてる。どうなってんだいって。あ、俺はご飯か。見違えた。なんだあいつら。あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気が少し違う。ごく自然にあの状態でいやがる。何があったんか教えてくれ。あ、はい、実は。ブラブラブラ。セルゲーム武道大会か。面白いこと考えやがったな。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。あ、捨ててない。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。ピッコロさんの服。Ich hätte gerne die gleichen Klamotten wie mein Vater. Okay, kein Problem. Ich bin jetzt ein Super Saiyan. Nein, du bist ich. Klamottenbeam. Piccolo-san.ちょっと見てくっから。Ich dachte, wir müssen jetzt manuell zu ihnen hinfliegen. Da ist eine Menge Erfahrungspunkte. Das ist doch eine Menge Erfahrungspunkte. Son Goku. Der Part zieht sich ein bisschen, aber was soll's. Koko ga sekai no unmei o kimeru seru game no ringu da. Unmei o kimeru ni shicha sekoi ringu da. Soitsu ga kanzentai ka? Soiu koto da. Shiai ni wa kanarazu dete ya. Sore made wa mo Was soll ich sonst machen? Soll ich etwa jetzt 10 Tage lang warten? Ich glaube, das werde ich auch machen. Da steht ich 10 Tage da. どうでしたか?悟空さん、正直あそこまですごくなってとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんまじゃ俺は多分勝てねえだろうな。そんな。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。時間は。いや、だから müssen die eigentlich viel stärker werden。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。ここのなぜだ。部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸1日は十分に入っていられるのに。あそこの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休めてやった方がいい。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。かもな。だが、これ以上無理に来ていても、連れだけで修行じゃねえ。でも、おめえたちがまた、あの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。まだ鍛える余地は残るみてえだし。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと、貴様の方が俺より実力が上だと言っているように聞こえる。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ、頑張ろうな。ぶどう、行こう、ごはん。ああ、まん。はい。ぶどう大会、セルゲームまで、あと9日。
Natürlich S. Alles klar. Jetzt kann man aber ruhig den Part beenden. Ist schon jetzt 1 Stunde 10 Minuten. Es bleiben nur 9 Tage bis zu den gefürchteten Zellspielen. Obwohl er befürchtet, dass Zell immer noch stärker ist als Son Goku, ist als er, lässt Son Goku es ruhig angehen und spannt sich. Ob das so gut ist? Ich rieche eine Menge Nebenquests noch auf uns zukommen, bevor wir die Zellspiele beginnen. Aber das kann nur ich sein, ey. Könnte nur ich sein.疲労したからだを休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓。そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ね、ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさん戻ってきてくれ。ん？ 父。 Na jetzt aber komm. Alles klar, gut. Son Goku ist Level 48. Ich bin Level 45. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge können wir dann endlich mal weitermachen mit irgendwas. Und ja, ich habe sowas von gewusst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, gut. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ihr einen hattet, doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dem Kanal weiterhelfen. Und ja, das Gespräch, das ich gerade mit dem Typen am Fenster hatte, werde ich drin lassen natürlich, weil ja, wie man sieht, Dragon Ball Z verbindet die Leute. Und ja, gut. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Folge.